Willkommen zurück zu Phantom Liberty. Wir sitzen hier. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich einfach daneben gehockt. Aber da vorne sind noch ein paar Buddies, die wir wohl noch wegmachen müssen. Ich habe gerade gespeichert. Oh oh. Na dann mal los. Mit dem Ding sehe ich halt auch gar nichts. Scheiße. Das war ein verdammt großer Fehler. Pass auf dich auf, Billy. Oh mein Gott. Warte mal. Ich bin sehr gut im Schießen, wie man weiß. So, Moment. Ich dachte, die werden alle weg. Geh mir aus dem Bild, Mann. Wir haben keine Chance. Ich kann aber auch nicht heute. So. Ich versuche nochmal mit der großen Maschine. Hopp ist weg. Da oben ist noch jemand. Die entkommen uns nicht! Nee, mit der Waffe geht das nicht. Magazin leer. Muss nachladen. Ja, ja, lad mal nach. Ich muss irgendwie nach Wir oben. Wir haben es fast geschafft. Ist das nur noch einer? Okay, warte mal. Komm, guck raus. Ja, kein Bock, ne? Na gut, dann versuche ich mal das hier noch kurz zu laufen. Lade nach. War ein verdammt großer Fehler. So. Immer draußen ist noch einer, ne? Oben. Wir haben es fast geschafft. Shit. Das ist einer mit so einer komischen, ja, Totenkopf auf jeden Fall. Wir haben keine Chance. Hab ich? Was? Magazin leer. Muss nachladen. Da ist noch eine Person. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Oder ich versuch's von hier nochmal. Hier kommt. Das waren alle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Gut, ich sammle ein. Ich sammle alles ein, was hier rumliegt. Speicher kurz zwischen. Ich hätte echt gedacht beim letzten Mal, wir wären durch hier. Aber naja, gut, da waren ja noch ein paar Gangleute. Die müssen natürlich dann auch komplett entfernt werden.
Wenn dann einmal richtig aufräumen. Warte, Diggi, ich muss noch mal kurz hier rein. Ich muss noch mal ganz schnell oben looten, weil... ich vermute mal, da liegt noch ein bisschen was rum. Ich glaube, da liegt auf jeden Fall noch was rum. Hier ist auch noch ein bisschen Stuff. Hier liegt noch was. So. Und dann muss ich da die Treppe noch mal hoch. Ja, also irgendwie war ja hier vorne irgendwie noch der eine Totenkopf-Typ. Hier. Das war's, glaube ich. Okay, ich glaube, wir sind ready. Ready to go. So, verlasse das Versteck der Voodoo Boys mit Reed. Reed, wir gehen. Wo gehen wir denn? Hier gehen wir. Let's go. Ah, hier sind wir wieder. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war ja ein Akt. Reed? Da ist er. Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Ja, okay. Lass uns mal eine Nachbesprechung machen. Pack mal die Waffe weg. Ich folge dir unauffällig. Es wird auch langsam Tag, oder? Was hat Songbird dir erzählt? Die bestätigt, dass sie die Blackwall nutzt. Sie ist mit der Blackwall verbunden. Und sie hat's zugegeben, als wäre das keine große Sache. Wir müssen sie schnell finden. Hast du ihre Koordinaten? Song braucht unsere Hilfe, Reed. Hansen hält sie fest. Ich weiß nicht, warum. Gottverdammt. Das sind so ziemlich die schlimmsten Nachrichten. Das Black Sapphire. Sie meinte, Hansen schmeißt dort eine Party. Hallo? Wir sollten hingehen. Sie findet uns dann. Weißt du, was und wo das ist? Da, siehst du den größeren der beiden Wolkenkratzer? Den neben der Riesenleinwand? Das ist das Black Sapphire. Sollte mal ein Hotel werden. Aber die Milliardeninvestitionen versumpften. Jetzt ist es Hansens Festung, mitten in Dogtown. Wir können nicht einfach rein. Und drin kennen wir auch niemanden, der uns die Tür aufmachen könnte. Also? Alex und ich ziehen ein paar Strippen, kontaktieren unsere Leute. Mach du dasselbe. Überleg, wen du hier kennst. Vielleicht fällt uns zusammen was ein. Ich kenne hier einen Fixer, Mr. Hans. Ich könnte ihn anrufen. Mach das. Ich melde mich. Gut, abgeschlossen. Ruf Mr. Hans an, dann mache ich das mal. Mr. Hans, hier anrufen mit F. Hans, ich habe eine Bitte. Gleich zum Geschäftlichen. So mag ich das. Get ich muss together. Zu einer Party, die bald im Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was wie? Das Sapphire ist uneinnehmbar und tückisch. Du kannst da nicht ohne Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Compacky-Blase. Irgendeinen Weg muss es geben. Okay, ich will offen Ruf mich an, wenn du was Konkretes rausfindest. Eine Einladung geht nicht. Aber ich finde eine Lösung. Dafür brauche ich aber etwas von dir. Ruf ist wie eine Währung. Ihr Wert ergibt sich aus dem gemeinsamen Vertrauen und das schwankt. Verstehst du? Ja. Habe ich verstanden? Schon klar, worauf du hinaus willst. Ich soll helfen, deinen Ruf zu verbessern. Genau. Ich mache jetzt Werbung für dich. Erledige ein paar Aufträge für mich. Gib meinem Ruf in Dogtown einen Booster. Dann gehören die Pläne des Black Sapphire dir. Okay. Okay, Hans. Abgemacht. Wie erfreulich. Auf Wiedersehen. Wie? Ja, tschüss, ne? Schließe mindestens 3 Aufträge für Mr. Hans ab. Warten auf Dodger. Auftrag. Okay, warte, jetzt muss ich mal gucken kurz.
Hier, begib dich zum Auftrag, den du von Mr. Hier. Auftrag Symptombehandlung. Dann haben wir Auftrag Prototyp im Hochhaus. Auftrag Warten auf Dodger. Also ich nehme jetzt mal am besten das, was am nächsten ist gerade. Mission verfolgen. Begib dich zum Auftrag, den du von Mr. Hans erhalten hast. Keine Ahnung, was da passieren wird. Wir laufen da mal rüber. 398 Meter ist jetzt nicht so weit. Ich glaube, da können wir eben rüber eiern, ne? Dann machen wir das jetzt. Mal gucken. Wie viel Munition habe ich noch? Das sieht gut aus. Naja, das geht so. Shotgun. Shotgun sollte ich öfter mal verwenden, ne? So. Let's go. Ach, was ist das schön, hier abends durch die Gegend zu laufen, ganze Junkies zu sehen, voll gut. Diese Idylle hier in Dogtown ist echt atemberaubend. Oh Gott. So. Da hat man doch Lust, mit dem Auto zu fahren. Ich hol mir mal hier, die kleine, das hier, das ist doch süß. Da. Let's go. So. Okay, los geht's. Ich darf nur kein Umfahren. Sonst bin ich gleich wieder am Arsch. So, sind wir auch gleich da. Warte mal, Reed hat gerade geschrieben, ich gucke. Shit, zu spät. Also ich muss hier bleiben. Ja, bin da. Ich hatte einen Albtraum. Ja, Meine Zündlunge wurde gehackt. Ich bekam keine Luft, wurde bewusstlos. Dann bin ich aufgewacht. Für meine Kundin Indira Baratza geht das dank einem Erpresser vielleicht weniger glimpflich aus. Okay. Der Drecksack heißt Milko Alexis. Arbeitet für die Voodoo Boys. Die schon wieder. Du weißt, was zu tun ist. Genauere Infos dazu schicke ich dir. So, warte mal, ich lese kurz. Scheiße. Warte mal kurz, ich muss erstmal hier lesen und wissen, was hier los ist. Und zwar auf... Wo ist mein Telefon? Ich hab's vergessen. Auf T. So. So, Mr. Hans, Symptombehandlung. Indira Baratza wäre nicht die erste oder die letzte Person, die der Erpressung durch die Voodoo Boys zum Opfer fällt. Interessanterweise hat die Gang nur die technischen Mitarbeiter ihres Konzerns im Auge. Sie haben unserer Klientin ein unschlagbares Angebot gemacht. Kooperiere oder stirb. Indira hat sich für eine dritte Möglichkeit entschieden und mich angerufen. Der Voodoo Boy, der ihr damit droht, ihre Lunge zu hacken, heißt Milko Alexis. Sorge dafür, dass er sie ein für alle Mal in Ruhe lässt. Okay. Und dann hatte Alex noch geschrieben. Hey, wie? Reed hat mir erzählt, dass Slider den Löffel abgegeben hat. Was ist da passiert? Berufsrisiko, die Verbindung mit Songbird hat ihm das Hirn rausgebrannt. Wieso? Hätte nicht gedacht, dass du deinetwegen auch nur eine Träne vergießt. Wir sind passiert, deshalb ist er gestorben. Die Verbindung mit Songbird hat ihm das Hirn rausgebrannt. Das war Reed, aber völlig scheißegal. Ja. Das nehme ich. Warum sollte es ihm auch nicht egal sein? Slider war immer entbehrlich, ein Einwegwerkzeug, das man nach der Mission nicht mehr braucht. Zumindest hätte Reed das damals so gesehen, als ich ihn noch kannte. Apropos, ich habe nicht den Eindruck, dass der alte Wolf sich irgendwie verändert hat. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage, wenn ich mir unsere gemeinsame Vergangenheit so anschaue. Naja, ich gebe dir mal einen kleinen Ratschlag, wie halte Reed bloß nicht für deinen Freund. Reed nicht und auch sonst niemanden von der Agency. Wir haben bloß einen schlechten Einfluss auf dich. Okay. Danke für die Warnung, aber eine oder zwei neue schlechte Einflüsse machen mein Leben den Scope echt nicht mehr fett. Oder vielleicht aber, pass auf, vielleicht habe ich ja auch einen schlechten Einfluss auf euch. Ja, das nehme ich, das ist gut. Sie schreibt nicht mehr.
Frechheit. So, ich suche noch einen Weg rein, aber es sieht nicht gut aus. Hansen ist ein gerissener alter Hund, gut ausgebildet und erfahren. Überall wachen alle Ein- und Ausgänge, sind gesichert. Das Gebäude ist ein Monolith. Hab noch keine gute Idee. Okay, sag mir Bescheid, wenn dir was einfällt. Und ich versuch's weiter mit Hans und halte dich auf dem Laufenden. Schließen. Krieg hier irgendwie keine Antworten mehr. Na gut. So, dann werde ich mal gucken, was hier los ist. Kann ich irgendwie rauf? Ich geh mal darauf. Ich geh mal darauf. Gib dich in die Basis der Voodoo Boys. Ich würde sagen, den hier mache ich erstmal platt. Ne, warte, ich speichere erstmal. Jetzt mache ich den platt. So. Okay, das ist schon mal gut, ne? Ich muss mich eh hier durchschießen, was soll's. Hallo? Hallo? Hallo, na? Gott, auch mein Michel. So, ja, das haben wir. Gut, wo ist hier? Ist hier irgendwo eine Kamera? Das ist geiler Loot. Überlastung initiieren. So. Hat nicht funktioniert, ne? Sehr gut. Ich speichere. Okay, warte, warte. Gleich. Hier war doch irgendwo noch einer, ne? Bin gleich wieder überladen, ich ahne das schon. Warte. Nein, stopp. Wo wurde ich gesehen? Da oben? Das Ding habe ich da ausgeschaltet. Aber wer hat mich jetzt gesehen? Okay. Ey, dass die mich nicht hören. Was ist da los?
Mekone ula. Mekone mabjuenu. Gut, warte, jetzt holen wir erstmal Stuff. Munition auf jeden Fall, her damit. Irgendwelche coolen Waffen. Ich hätte gerne mal wieder was Legendäres oder so. Das wäre sehr, sehr geil. Finde Milko Alexis. Okay, hier muss irgendwo sein. So, hatte ich gesaved? Glaube ja, aber ich mache trotzdem nochmal. Jetzt werden wir erstmal hier reingehen. Vielleicht kann ich irgendwelche Sachen machen. Specs 2. Xavier, Jaru, Matteo, Aloy. Muss ich jetzt alles lesen? Oder muss ich oben anfangen? Ich weiß es nicht genau. Muss man unten oder oben anfangen? Das ist mir immer ein Rätsel hier. Schläfst du? Nee. Aber das heißt nicht, dass ich mir noch mehr von deinen beknackten Theorien über die zwei Spas in Luxor Heights anhören will. Findest du das nicht mal ein bisschen komisch? Die VDBs kommen nach Dogtown, ne? Und es gibt zwei Fraktionen und die suchen nach sich beide ihr Hauptquartier in Spas. Hältst du das für einen Zufall? Die beide als Spas zu bezeichnen, ist doch nur eine bequeme Vereinfachung. Das sind Resorts. Scheiße, nicht mal das. Die wurden nie genutzt. Also ist die Idee, dass sie überhaupt irgendwas sind, doch schon totaler Schwachsinn. Ja, aber überleg doch mal, das Wort Spa ist ein Akronym, ne? Sanitas per aquam, das heißt Gesundheit durch Wasser. Und was ist festes Wasser? Genau, Eis. Wir Runner benutzen im Net Eisbäder. Spa, Wasser, Eis, Bad, Spa. Das hängt alles zusammen, Mann. Der Kreis schließt sich. Oh Gott, die müssen echt aufhören, Drogen zu nehmen. Oh mein Gott. Und wir benutzen ja auch Eisbrecher. Ja, genau, verstehst du? Verstehst du es jetzt, Mann? What the fuck? Okay. Roboterwartung, To-Do-Liste, Thermoschalter testen, P4 nicht dringend, Remote-Aktivierung, bla 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 bla. Lokales Netzwerk. Ich werde mal ausschalten. So, Remote übernehmen. Sind hier noch ein paar. Oh mein Gott, da sind ja noch ein paar Leute, wa? Synapsen-Burnout. Probier mal. Boah, geil. Speicher, Kurzschluss. Oh, hä, wie cool. Das habe ich ja noch nie gemacht. Kurzschluss, nochmal. Dead. Das ist ja mega nice. Hä, das wusste ich gar nicht. Nächstes Gerät, 3. Was? Was? Oh, warte, ja, ich muss raus. Scheiße. Warte. Hä, das war mega cool gerade. Ich treffe nicht. Kopfschuss. Kannst du ja mit dem Kopfschuss überleben, Mann. Was ist denn mit dir? So, jetzt aber. Ich nehme den. Ah. Wow. Wow. Junge. Jetzt lad doch mal! Oh Gott, wo?
Weg! Okay, diese anderen Dudes sind schon ein bisschen krasser da hinten, ne? Oh, die muss ich wegmachen. Ausscheiden. Komm raus. Oh. Hier sind ja noch mehr Leute. Nee, ne? Hier unten vielleicht. Dort. Da. En secret, Moselle! Dieses Französische ist irgendwie nice. Das ist so. Irgendwie. Ja, hat was. Shit. Oh. Also hier ist noch irgendjemand. Ist hier noch eine Kamera oder so? Nee, ist unter mir, ne? Jemand ist unter mir. Er selber, Juhu. Was? Versteh kein Wort, Mann. Wow. Ach so, der war noch am Leben. Huch. Oh Gott. Wieso kommen denn immer so viele? Okay. Ist ja ganz wenig los, ne? Ich hab die komplette Gang am Arsch, ey. Speichern kann ich nicht. Das ist natürlich saudumm. Was? Salopuya pa lueno? Aus. Okay. Es ist einfach so unfassbar viel Stuff, Leute. Es ist einfach so unfassbar viel Stuff. Ich muss hier Alexis finden. Hier kann ich noch reingehen. Ich loote jetzt erstmal. Ich loote erstmal nur und lauf nochmal nach oben. Ich muss diesen Dings finden. Ich glaube, die anderen habe ich alle schon erledigt. Die ganzen Voodoo-People. Schätze ich. Ich glaube, der ist da hinten irgendwo. Oder hier. Okay, ich laufe noch mal kurz raus. Ich muss jetzt noch mal den ganzen Stuff hier mitnehmen. Das ist natürlich wichtig. Kann das nicht liegen lassen, Leute. Das geht einfach nicht.
Und auch die ganze Munition, ne? Die liegt ja auch nicht einfach nur so hier. Aus Spaß. Okay, ich gehe nochmal hoch. Oh Gott. Also riesig. Ah, hier ist er. Ja, gehe ich danach nochmal looten. Okay, Buddy, ich bin da. Hey, na? Hm, sieh an. Wer bist du? Das ist der Zulieferer, oder? Hä? Warte, warte. Nicht schießen. Ich bin nur geschäftlich hier. Ich mach dich kalt, sonst... Geschäfte mit den Voodoo Boys? Naja, nun, das war einmal. Nach deiner Hilfe wollen die sicher einen neuen Zulieferer. Melko Alexis, ein Voodoo Boy. Klingelt da was? Ja, aber mehr als den Namen kenne ich nicht. Der Typ lebt praktisch im Nett. Und alle anderen schleichen nur um ihn herum. Muss wichtig sein. Wo finde ich ihn? Frag mich nicht. Toll. Ich habe schon genug Probleme. Das bekomme ich als Dank? Ich kann mit meinen Kunden umgehen. Hatte alles unter Kontrolle. Bis du dich unbedingt einmischen musstest. Ich schulde dir gar nichts. So, Was zum Teufel, Junge? So, dann sammle ich hier noch mal ein bisschen. Wir finden den schon noch, den Typen. Muss auch überall reingucken, ne? Das ist wirklich, man muss wirklich sehr aufmerksam hier auch sein, um alles zu finden. So. Okay, ich laufe jetzt noch mal. Guck mal hier, solche Sachen zum Beispiel. Ich mir sowieso nie durchlese, aber es geht ja auch nur ums Haben, ne? Okay, jetzt machen wir hier nochmal in Ruhe. Hier war ja auch noch ein bisschen Stuff. Okay. Hier hatte ich eh schon alles gelootet. Hier ist noch ein bisschen Stuff. Liegt einfach so ein Hotdog rum. Den nehme ich natürlich gerne. Gut. Und hier... hatte ich schon alles gelootet. Okay, gut. Dann laufe ich nochmal in die andere Richtung jetzt. Und dann laufen wir da mal durch, weil da war ja irgendwie noch ein weiterer Gang. Hier. Der mich interessiert. Also da geht's durch. Hier geht's auch durch. Hallo? Ich glaube, da drinnen, ne? Der wird irgendwie irgendwo sein, der Typ. Der Boss. Oder wer auch immer er ist. Zugangskarte, sehr cool. Okay. So, erstmal machen wir das hier weg. Geteiltes Lager, echt jetzt? Sag mal. Tragen wir neuerdings Schlaghosen und Blumen in den Haaren oder was? Warum benehmen wir uns wie eine verfickte Hippie-Kommune? Ich habe gehört, dass leider auch Zugang zu unserem Lager in Eventide gegeben haben. Krieg dich mal wieder ein. Das ist ein Zeichen des Vertrauens, weil es nach außen hin gut aussieht. Ein VDB für alle für ein etc. Und ich habe eine andere Frage. Warum sind wir eigentlich alle Voodoo-Boys und nicht Voodoo-Girls, hä? Bleib beim scheiß Thema. Sag deinen LH-Chooms oder LH-Chooms, dass wir uns vielleicht das Lager teilen, aber dass sie trotzdem fragen müssen, bevor sie sich was ausleihen. Wenn Slider euch echt vertraut, ist er entweder blind oder blöd. Ich meine, er ist blind, wortwörtlich. Ja, er war blind, würde ich da eher zu sagen. Wir machen das mal aus. Ich
Ich gehe nochmal auf Remote. Guck, ob hier noch irgendwer rum. Oh, guck mal, draußen wollten wir auch nochmal ein bisschen looten, ne? Ich gehe mal kurz Remote, ob hier irgendwo noch jemand ist. Ah, guck mal einer an. Interessant. Ist alles ausgemerzt. Hm. Ja, okay, gut. Gut, denn nicht. So, ich denke mal, hier geht's jetzt rein, ne? Ah, nee, das ist der Ausgang. Also müssen wir hier lang. Also hier. So, ich speichere. Hier ist noch eine Tür und hier ist Munition. Oh mon Dieu. Können wir mal ausschalten? Danke. Okay, hier müssen wir irgendwas machen wahrscheinlich. Da unten liegt was. Da könnte ich wieder hochkommen, glaube ich. Hier ist der Ausgang. Ah, alles klar. Dann gehen wir da noch mal kurz gucken. Hier ist alles weg. Können wir hier noch mal die Buddies looten, die ich vorhin gekillt habe. Sehr nice, Leute. Macht richtig Spaß, muss ich sagen. Hier ist schon wieder so ein cooles Auto. Hä, wo sind denn die? Hallo? Ich habe die doch gekillt, oder nicht? Oder bin ich auf der falschen Seite? Auf der falschen Seite. Na gut, gehe ich wieder rein. So, gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Quest noch geht. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.